Wir wechseln das Thema und kommen zu einem europäischen Projekt, das ja erneuerbare Energie noch mal in den Wetterbericht bringen möchte. Frau Philipp, herzlich willkommen. Energizer heißt das Ganze. Was ist das? Wir wollen die erneuerbaren Energien in die Wohnzimmer bringen, also so wie jetzt, zu den Fernsehzuschauern und mit eben einem Thema, was alle interessiert, mit dem Wetter. Das heißt, ja, wir sprechen nicht über Regen und Schnee zum Glück, aber über Sonne und Wind, sprich über Windkraft, Photovoltaik und Solarthermie. Und die Idee hinter diesem EU-geförderten Projekt ist eben, das so zu kommunizieren, dass es eben nicht nur für den Experten verständlich ist, welches Potenzial eigentlich in erneuerbaren Energien steckt, sondern auch jeder zu Hause begreifen kann, wie betrifft es mich, wie viel von meinem Warmwasserbedarf oder Strombedarf kann denn eigentlich gedeckt werden jetzt so an einem schönen Tag, an einem stürmischen Tag. Das kann man im Fernsehen sich angucken, aber auch im Internet. Wir gehen mal auf Ihre Seite, die heißt www.energie-wetter.de. Und da schauen wir doch jetzt gerade mal live drauf. Das heißt, jeder, der da jetzt auch mitklicken möchte, der landet zum Beispiel auf dieser Seite. Wenn man drunter scrollt, ist man eben auf dieser Karte. Da kann man die verschiedenen Energieformen, also Solarthermie oder Windkraft, anschauen. Wenn wir uns die Photovoltaik mal anklicken, dann gehen wir mal auf Hessen, klicken mal auf Frankfurt. Und jetzt passiert was? Jetzt können Sie mir sagen, was man da sieht. Genau, das ist, sind die Werte der letzten 7 Tage. Sie sehen, dieser kleine Stromstecker bläht sich auf bis auf 126%. Das ist erstmal die Frage, fragen Sie wahrscheinlich. Was bedeutet das? Ja, genau. Das heißt, wir haben eine Modellierung entwickelt in diesem Projekt, die im Prinzip auf der Grundlage von satellitengestützten meteorologischen Daten jeweils die Produktion an Photovoltaik in eben verschiedenen Städten von Deutschland ermittelt. Mhm. Das ist dann eben eine Modellierung, habe ich gesagt. Wir haben versucht, irgendwie so durchschnittliche Anlagen zu benutzen, also 3 Kilowatt Peak sind es dann. Und im letzten Schritt das aber auch nochmal abzugleichen eben mit dem Verbrauch, den ein Haushalt hat an Strom. Also 126% bedeutet, wenn ein durchschnittlicher Haushalt, 2 Erwachsene, 2 Kinder, eine durchschnittliche Solaranlage auf dem Dach hat in Frankfurt und die wäre die letzte Woche gelaufen, hätte er 126% von was? Also mehr als täglichen Strombedarfs. Okay. Also da gehen wir aus von 10,41 Kilowattstunden pro Tag decken können. Das heißt, nicht nur eben das eigene, sondern eben dann dazu also noch die Waschmaschine vom Nachbarn. Mit einer normalen Solaranlage hätte der mehr produziert, als er selber verbraucht hätte. Hätte also noch was einspeisen können und noch was zum Beispiel dazu bekommen. War ja nun auch sehr sonnig. Ja, also jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt war das der Rückblick, eine Woche. Wir können aber auch mal für heute gucken. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Quasi, wenn man heute früh drauf geklickt hätte, dann wäre für den heutigen Tag rausgekommen. Also das ist jetzt die Übersicht. Ja. Alle 3 Energieformen. Das wäre im Prinzip auch das, wie man es eben im Fernsehen sehen könnte. Und da haben wir jetzt für heute eben 113% Deckung des Strombedarfs durch Photovoltaik. Jawohl. Bei Solarthermie steht da 100%. Das ist fast immer. Das liegt aber daran, dass wir da ja Speicher haben tatsächlich. Ja. Okay. Das heißt, und da ist noch die Dusche von morgen bis drin. Hessenweit gesehen könnten fast 1,5 Millionen Haushalte mit der Energie der Windkraftanlagen? Genau, das sind die Windkraft. Also da, ich hatte ja vorher gesagt, wir arbeiten mit einer Modellierung für Photovoltaik und Solarthermie. Für Wind ist es tatsächlich so, dass wir die Produktionszahlen benutzen, die wir eben von den Netzbetreibern auch bekommen. Das heißt, in dem Fall heißt es, die Windkraftanlagen, die in das Netz von Amprion anspeisen, können erzeugen ausreichend Strom für knapp 1,5 Millionen Haushalte. Also heute, fast so viel wie Schleswig-Holstein. Heute ein Tag, wo der Wind wehte und die Sonne kam, da gab es also eine Menge erneuerbare Energien, nehmen wir mit. Vielen Dank für diese Informationen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was denn da vielleicht ansonsten im Angebot wäre in Sachen Wetter in den nächsten 24 Stunden. Nachtwerte im ziemlich frostigen Bereich bis minus 4 Grad. Die Luftwerte bedeutet, fast überall ist Bodenfrost drin. Achtung, wenn Sie Pflanzen haben, bringen Sie die in Sicherheit, wenn die empfindlich darauf reagieren, wenn Sie die ersten Töpfe schon draußen stehen, vielleicht auf der Terrasse oder im Garten. Schauen wir uns die Situation in Hessen an. Es gab ja jetzt dann noch den einen oder anderen Schauer. Das wird in sich zusammenfallen, das wird ruhiger werden, es wird trocken werden. Der Nachthimmel ist erstmal klar. Deswegen wird es auch so verflixt kalt. Morgen Vormittag ist es noch freundlich. Am Nachmittag werden die Wolken dann allmählich dichter. Aber bis zum Abend sollte es doch weitgehend trocken bleiben. Also ein relativ ruhiger, ein relativ freundlicher Tag. Hier nochmal der morgige Nachmittag. Da sehen wir noch ein bisschen blau. Wie gesagt, im Laufe des Tages wird das wohl immer grauer werden. Und vielleicht können Sie es an den Werten
auch schon erkennen, es wird wieder etwas milder. Heute war es ja schon arg frisch und in der Nacht dürfen wir auch noch mal ordentlich frieren, +3 bis -4 Grad, also Werte um den Gefrierpunkt, und zwar praktisch überall in Hessen muss man mit Nachtfrost, mit Bodenfrost genauer gesagt, rechnen. Dafür im Laufe des Tages wieder Wärme, die Sonne kann ein bisschen einheizen, die 18 Grad in Südhessen sind dann doch mal ein Wort, also da geht wieder ein bisschen mehr als das, was wir heute erreicht haben. Der Wettereinfluss ist super. Wenn Medizinmeteorologen von allgemeinem Wohlbefinden reden, dann gibt es nun wahrlich nichts zu klagen. Außer sie sind Pollenallergiker, die Birke, da reagieren ja die meisten Pollenallergiker drauf. Sie fliegt mäßig, das heißt Schnupfennasen sind weiterhin drin. Temperaturniveau am Donnerstag und Freitag praktisch unverändert. Da kann es den ein oder anderen Schauer geben. Am Samstag sollte es doch weitgehend trocken bleiben. Und es wird auch mal ein Hauch wärmer. Ob das dann Bestand hat bis in die nächste Woche hinein, da steht noch ein ganz dickes Fragezeichen dahinter. Aber wenn Sie mehr wissen möchten, wetteronline.de. Jetzt gibt es natürlich erstmal das Aktuelle vom Tage aus der Hessenschau. Schönen Abend. Tschüss.